Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum man, wenn man Frieden und Wohlstand sichern will, aus meiner Sicht dringend AfD wählen muss. Viele sagen sich, die AfD, es passt mir dies nicht, es passt mir das nicht, das sind dumme Leute, die sind rechtsextrem oder sonst was. Die AfD hat sehr viel geleistet und egal, ob man jetzt in allen Punkten übereinstimmt, die AfD war sehr mutig in vielen Punkten und hat sich gegen den Mainstream gestellt. Es geht allein darum, egal ob man zustimmt oder nicht, dass man sich traut, seine Meinung zu sagen und gegen den Mainstream zu schwimmen. Und vor allen Dingen auch andere nicht zu diffamieren. Wir erinnern uns, die AfD hat nicht die Linke diffamiert. Die Linke hat aber die AfD diffamiert und das kann ich der Linken nicht verzeihen. Warum ist es jetzt so wichtig, ausgerechnet AfD zu wählen? Man könnte ja auch die Basispartei wählen oder andere Parteien. Es ist aber so, dass die AfD im Bundestag ist und in den Landesparlamenten ist. Die AfD wird wie Querdenken, wie die Basispartei, wie alle möglichen alternativen Parteien systematisch ausgeschwiegen. Bei der AfD fällt es jetzt aber besonders auf, weil sie in den Landesparlamenten ist. Und es fällt umso mehr auf, je mehr Prozentpunkte die AfD bekommt. Und es fällt umso weniger auf, umso weniger sie bekommt. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass die AfD zweistellig wird. Weil wenn die AfD 10% hat, dann fällt es viel mehr auf, als wenn die AfD 5% hat oder knapp über 5% hat. Es hängt dann sozusagen ein ständiges Fragezeichen im Raum, warum die AfD in die Talkshows nicht eingeladen wird. Und es bringt die Leute auch zum Nachdenken, dass trotz der permanenten Stigmatisierung, des Schlechtmachens in den Medien, viele Leute bei der AfD bleiben. Wenn es 5% sind, dann sagen die Leute, ja gut, es ist halt irgendeine bescheuerte Minderheit. Aber wenn es 15 oder wenn es 20% sind, dann kann man das nicht so einfach abtun. Es ist ja auch so, dass bei den Demonstrationen im August 2020 die Medien mit aller Macht versucht haben, diese Demonstration kleinzureden. Weil sie genau wissen, je kleiner man das Ganze redet, desto weniger setzen sich die Leute mit dem Argument auseinander. Desto eher kann man die Leute beiseite wischen. Die AfD ist eine große Partei und man ist mit nicht allem zufrieden. Deswegen ist es umso wichtiger, sich in der AfD zu engagieren und Einfluss zu nehmen. Jetzt bei dem Russland-Thema bietet sich eine große Chance. Oder es wird noch offensichtlicher denn je, was hier eigentlich passiert. Es wird ein totales Schwarz-Weiß-Bild über Russland gezeichnet und über die Rolle des Westens gezeichnet. Dieses Schwarz-Weiß-Schema ist nötig, um Sanktionen und Waffenlieferungen zu rechtfertigen. Das ist an sich für die Medien ein sehr schwieriges Unterfangen, weil sie müssen wirklich alles komplett ausblenden. Hier zeigt sich, dass auf irgendeine Art und Weise Zirkel der USA Einfluss auf die gesamte Medienlandschaft nehmen. Und das ist wahrscheinlich schon lange so. Weil dieser Krieg gegen Russland, das ist ganz eindeutig nicht in Deutschlands Interesse. Aber selbst die Öffentlich-Rechtlichen befeuern durch Lügen und Verschweigen die Waffenlieferungen. Das zeigt, dass die USA hier eigentlich einen permanent Regime-Change in Deutschland betreiben und es wahrscheinlich in ganz vielen Ländern betreiben. Im Grunde ist das ein verdeckter Krieg, weil es gegen die Interessen Deutschlands ist und für vermeintliche Interessen der USA, wobei es aus meiner Sicht auch keine Interessen der USA sind, aber bestimmte Zirkel das als Interesse sehen, um beispielsweise die Waffenlobby zu stärken.
Wenn die AfD jetzt hier klar Position bezieht und die Reichweite nutzt, dann hat sie die Chance, die Medien auffliegen zu lassen mit ihren Lügen. Und das wäre dann wirklich ein sehr großer Schritt. Ein sehr großer Schritt, hier Frieden und Wohlstand zu sichern und die Interessen Deutschlands zu bedienen und nicht die irgendwelcher US-Führungszirkel, die im Hintergrund arbeiten. Die breite Öffentlichkeit in den USA weiß ja auch davon gar nichts. Die denken auch, Putin ist der Schlechter und die im Westen sind allein die ganz Guten, die Netten, die Demokratie sichern wollen. Real interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the first, second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. If you're a Ukrainian, is essentially reach out to the only country that will help you, which is the United States. The United States, and now to yesterday the United States announced that it would be sending weapons. Tonight, of course, they denied it, but they are. The weapons will go. In all of this, the United States has acted outside the context of NATO. Because NATO has to have a 100% vote. Any one country can veto anything. And the Turks will veto it just for giggles. The point is that the United States is prepared to create a cordon sanitaire around Russia. Russia knows it. Russia believes that the United States intends to break the Russian Federation. I think that, as Peter Lorre put it, we don't want to kill you, we just want to hurt you a little bit. The United States has a fundamental interest. It controls all the oceans of the world. No power has ever done that. Because of that, we get to invade people and they don't get to invade us. It's a very nice thing. Maintaining control of the sea and control of space is the foundation of our power. The best way to defeat an enemy fleet is to not let it be built. The way the British managed to make certain that no European power could build a fleet was to make sure the Europeans were at each other's throats. The policy that I would recommend is the one that Ronald Reagan adopted toward Iran and Iraq. He funded both sides so they would fight each other and not fight us. This was cynical. It was certainly not moral. It worked. And this is the point. The United States cannot occupy Eurasia. The moment the first boot sets the ground, the demographic differential is we are totally outnumbered. We can defeat an army. We cannot occupy Iraq. The idea that 130,000 men would occupy a country of 25 million. Well, the ratio in New York of cops to citizens was greater than we had deployed in Iraq. So we don't have the ability to go across, but we do have the ability to first support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors. And in extremis, do what we did in Japan, in Vietnam, in Iraq, and in Afghanistan. Lessons. But I think you're absolutely right. We cannot, as an empire, do that. Britain didn't occupy India. It took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for an Indian army. The Romans did not send vast armies out there. It placed kings like, various kings created under the emperor, and those kings were responsible for maintaining the peace. Pontius Pilate was an example. So empires that are directly governed by the empire, like the Nazi empire, fail. No one has that much power. You have to have a level of cleverness. However, our problem is not yet that. It is actually admitting that we have an empire. The question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far into Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. For the United States,
In the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop? Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, is talking about prepositioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the intermarium, from the Black Sea to the Baltic, that Pilsudski dreamt of. This is the solution for the United States. The issue to which we don't have the answer is, what will Germany do? So the real wild card in Europe is that as the United States builds this cordon sanitaire, not in Ukraine, but to the West, and the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out, we don't know the German position. Germany is in a very peculiar position. Its former Chancellor, Gerhard Schroeder, is on the board of Gazprom. They have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, I mean German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the U.S. has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. For the Russians, their cards have always been on the table. They must have at least a neutral Ukraine, not a pro-Western Ukraine. I understand that one of the complications is the Europeans, who are very dependent on the Russians for energy supply and business relationships. But now we need to have tougher sanctions, and I'm afraid at some point this is going to probably have to involve oil and gas. The Russian economy is vulnerable. 80% of Russian exports are in oil, gas, and minerals. People say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable to have an effect on business ties in this way, but this is one of the few instruments that we have. Over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. For years, we've tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. And so some of this is simply acting and acting as quickly as possible. Tatsächlich ist es aber so, dass diesen Führungszirkeln die Ukraine völlig egal ist. Das zeigt sich seit 2014, indem sie Nationalisten befördert haben, die das Land seitdem in den Abgrund treiben. Und die Konfrontation mit Russland die Ukraine sowieso in den Abgrund treibt. Seit 2014 wirtschaftlich durch die Kappung von Handelsverbindungen, aber natürlich auch was Menschenleben betrifft. Es droht jetzt ein Krieg in der Ukraine mit ganz vielen toten ukrainischen Soldaten. Und es kursiert schon der schöne Spruch, die USA kämpfen bis zum allerletzten Ukrainer, um Russland zu schwächen, um Eurasien zu schwächen. Wenn die AfD das verhindern will, dann muss sie hier klar Position beziehen und die Medien auffliegen lassen, in allen Reden. Nicht diplomatisch in den Berg halten, sondern argumentativ die Vorfälle klar benennen. Natürlich nicht irgendwie rumspekulieren, nicht irgendwelche verschwommenen Thesen von sich geben, die man nicht belegen kann, sondern es so machen wie Daniele Ganser. Hart argumentieren, immer die Fakten parat haben, aber da nicht nachgeben, da nicht hinter dem Berg halten, da volle Kanne argumentieren, schonungslos, vollkommen schonungslos sein. Das ist der Fehler, so ein bisschen weichgespült zu sein. Und das Allerschlimmste ist, das Mediennarrativ zu bedienen, das, was Jörg Nobis in Schleswig-Holstein getan hat. Was für die AfD und überhaupt für die Zukunft Deutschlands katastrophal ist. Weil er ist sozusagen in der AfD Kronzeuge dafür, dass die Medien korrekt berichten, wenn er sowas sagt, wenn er dieses Schwarz-Weiß-Schema gegen Russland bedient. Er gibt dann den Medien Recht und damit gibt er auch indirekt allen anderen Narrativen Recht, weil er die Medien stärkt in ihrer Glaubwürdigkeit. Also damit schwächt er auch die AfD, damit schwächt er die Gegner gegen die Corona-Maßnahmen,
alle redlichen Leute werden dadurch geschwächt. Umso wichtiger ist es, Einfluss zu nehmen, in die AfD einzutreten und versuchen, Einfluss zu nehmen. Man hat als Parteimitglied sehr viel Einfluss, wegen der Abstimmungen. Es ist ganz entscheidend, welche Leute hochkommen und welche nicht. Und das kann man mitentscheiden. Das ist ganz wichtig. Je weniger Leute aufpassen, desto eher können Karrieristen oder Leute vom Verfassungsschutz jetzt auch oder wem auch immer, die nichts Gutes im Schilde führen, umso leichter können sie durchkommen. Sondern es braucht kritische Mitglieder, die mitdenken, die aufpassen, die das verhindern und die richtigen Leute wählen, die richtigen Leute stärken. Die ehrlich sind, die ehrlich ihre Meinung vertreten und nicht der Karriere alles unterordnen. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, wählen zu gehen, aber es ist auch wichtig, sich zu engagieren. Das ist nicht immer nur mit Spaß verbunden. Auf irgendwelchen Kreisparteitagen zu sein oder auf Landesparteitagen zu sein, das ist nicht immer schön. Da gibt es Streit, das kostet Zeit, da könnte man auch was anderes machen. Aber es ist sehr wichtig, das zu tun. Und es bewirkt wirklich was. Jetzt hier rumzujammern im Internet und zu sagen, es ist alles blöd, wählen bringt nichts, es bringt alles nichts. Das hilft den Altparteien, das hilft den Medien, weil Passivität, damit stärkt man den Regierenden. Wenn man nicht wählt, dann wählt man die nächste Regierung. Das ist die harte Wahrheit. Es ist so, dass aus meiner Sicht die Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen sich sehr bemüht. Das sieht man auch auf YouTube. Sie machen auf YouTube sehr viel. Sie machen auf mich einen wirklich seriösen Eindruck. Auch wenn es natürlich zum Teil Narrative unterstützt werden, was unglücklich ist. Jetzt auch mit Russland gibt es Stimmen. Das ist aus meiner Sicht sehr unglücklich. Die AfD ist nicht perfekt, aber sie ist unser Fuß in der Tür, in Deutschland was zum Guten zu bewirken. Weil die ganzen Altparteien, sie sind Marionetten von Leuten, wo wir nicht genau wissen, wer es ist. Also jetzt an Russland sieht man, dass das CIA oder irgendwelche amerikanischen Geheimdienste sehr wahrscheinlich irgendwas beeinflussen. Wir wissen es aber nicht genau, aber auch andere Gruppen im Hintergrund. Irgendwelche Linksextreme oder was weiß ich, was für Leute. Die Altparteienpolitiker wissen ganz genau, wenn sie den Narrativen dieser Leute nicht entsprechen, dann sind sie weg vom Fenster. Und dementsprechend richten sie sich danach. Man kann es ja auch sehen, jeder, der dagegen spricht, gegen die Mediennarrative argumentiert, wird niedergemacht, wird weggemobbt. Die AfD leistet dagegen Widerstand und andere auch. Aber wie gesagt, sollte man aus meiner Sicht jetzt die Kraft vereinen, weil die AfD ist jetzt der Fuß in der Tür, wirklich was zum Guten zu verändern. Es hat sich auch sehr viel bewegt durch die AfD, weil immer der Druck da ist, immer die Drohung ist, dass die Leute sich der AfD zuwenden. Und die großen Medien sind ja bemüht, die AfD als Alternative auszuschalten vor den Leuten. Dass die Leute die AfD nicht als Alternative sehen. Das ist ja auch der Trick mit dem Rechtsextremismus-Framing. Das ist überhaupt nicht zustimmend. Das machen sie durch unausgewogenes Hervorheben, womit unsere Wahrnehmung manipuliert wird. Sie spielen andauernd ein Thema und es ist im Grunde irrelevant, überhaupt nicht wichtig. Auch vielleicht kleine Fehler, die tatsächlich existieren, aber sie spielen sie so groß, dass es uns ganz wichtig erscheint. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wie wir funktionieren und dem können wir uns auch nicht entziehen. Immer wenn wir die Altmedien konsumieren, dann nehmen wir die Information stärker wahr als anderes. Das heißt, das können wir dann nur verhindern, indem wir an andere Dinge denken und da aktive gedankliche Arbeit betreiben. Ansonsten wirkt die Propaganda. Bei jedem, auch bei den vielen alternativen Leuten, die aus meiner Sicht die AfD vollkommen verschoben wahrnehmen. Gerade mit Björn Höcke, mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Auch wenn er vielleicht irgendwelche Sachen sagt, wo man sagt, das ist irgendwie verschroben, das ist nicht meins. Aber es ist ein Unterschied, ob etwas verschroben ist, ob man etwas vielleicht etwas komisch findet, man vielleicht auch etwas nicht versteht. Das hat aber noch nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Sondern das ist das, was wir in der Ukraine sehen. Dass offen gegen Russen gehetzt wird, dass Denkmäler der Freundschaft abgerissen werden, dass eben eine ganze Gruppe stigmatisiert wird. Und das wird Björn Höcke dauernd untergeschoben, aber das macht er nicht. Das macht die ganze AfD nicht. Das ist immer die Behauptung, dass sie das heimlich machen würden, was aber nicht stimmt, was reine Hetze ist. Das ist ein reiner Trick und darauf darf man nicht reinfallen. Bitte schaut euch die O-Töne selbst an und denkt auch an die Relevanz und denkt daran, was sagen diese Leute und was sagen sie nicht, was wird ihnen untergeschoben. Das ist eine ganz perfide, ekelhafte Propaganda. Das ist ein ganz perfides Mittel, irgendwelche Sachen zu verdrehen und Schlussfolgerungen zu ziehen und zu sagen, er hat jetzt das und das gesagt, er meint in Wahrheit das und das. Das ist absolut heimtückisch und unzulässig, sowas zu machen. Weil da kann man aus allem alles machen. Man könnte jetzt bei jedem Politiker hingehen, theoretisch, irgendeine Aussage nehmen
das verdrehen und sagen, er ist jetzt aus dem und dem Grund rechtsextrem. Und dann wiederholen das alle Medien und dann macht man jemanden kaputt. So könnte man das bei jedem machen. Das ist wirklich teuflisch, das muss man verstehen, wie diese Propaganda funktioniert. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.